Leute und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Video auf diesem Kanal. Wieder mal Yu-Gi-Oh! GX Tag Force für die PSP. Das letzte Mal haben wir ja gegen Jane nochmal duelliert mit diesen Extra-Regeln. Ich meine 4000 Lebenspunkte und eine Minute Zeit pro Runde. Das haben wir auf jeden Fall geschafft gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie genau das Duell ablief. Ich weiß nur, dass wir es, meine ich, gewonnen haben. Ist ja jetzt ein Weilchen her, dass ich was aufgenommen habe. Es war einfach zu heiß in meinem Zimmer. Da musste ich erstmal einen PC und alles abbauen und in den Keller packen. Wissen schon die Leute, die den letzten Stream geguckt haben, vorgestern. Auf jeden Fall, ja, machen wir erstmal weiter. Ich würde mal sagen, ich überspringe jetzt erstmal den Tag. Ich meine, wir haben jetzt hier nichts Wichtiges oder sowas gerade. Ne, das ist schon vorbei. So. Ups, falsche Taste. Ich wollte eigentlich rennen. So. Gehen wir mal in den Raum rein. Achso, wir können auch gleich mal gucken hier wegen, wie weit wir mit Jaden sind. Aber wir hatten ja gerade das letzte Mal. Okay, Anfang des. Ja. Ups, nein. Abbrechen. Ende des Tages für dich. Danke. So. Oh, lag. Ist jetzt los? Okay, jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, was das gerade war. So, ich würde mal sagen, oh, hier ist direkt Pharao, dann nehmen wir direkt Pharao mit. Ups, reden wollte ich nicht. Okay, das ist merkwürdig schon wieder. Keine Ahnung, woran das liegt, aber kann ich jetzt nichts gegen machen. Wir kriegen ein Karotten-Sandwich. So. Haben wir schon mal Pharao, gehen wir jetzt erstmal zu Jaden und dann zum Unterricht. Hey Jaden! Schnarch. Sieh mal Jaden, das Kronen schon auf dem Bein. Gehen. Morgen Tyranno. Du redest ja wieder im Schlaf. Wer ist der Tyranno? Das hatten wir auch schon, okay. Hey Pharao. Duelle natürlich. Tyranno kam ja erst in der zweiten Staffel, meine ich. Das hatten wir auch schon gehabt. Also im zweiten Teil kann man ihn als Partner auswählen tatsächlich. Soweit ich weiß. Im zweiten Teil läuft man halt die ganze Zeit mit einem Tag-Partner rum, tatsächlich. Egal, gehen wir erstmal in ein Klassenzimmer. Was ich heute vorhabe ist, wir werden jetzt gegen Lyoside spielen. Zeit für ein Duell. Was? Ein Duell? Jetzt nicht. Komm später wieder. Och Manno. Ja gut, dann mach ich halt erst einen Unterricht. Ja. Die Frage ist, wo läuft Lyoside halt rum? Gute Kanzler. Willkommen, Duellanten. Ich bin Kanzler Shepard. Ihr seid die besten jungen Duellanten der Welt. Wer weiß, vielleicht seid ihr die nächsten Könige des Spiels. Kanzler Shepard, sie benehmen sich seltsam. Das ist nur Nostalgie. Also, wer ist der nächste König des Spiels? Jaden? Fragezeichen. Die heutige Lektion ist damit beendet. Ne, wir sind natürlich der nächste König des Spiels. Wer ist das jetzt nochmal? Dean, genau. Den Dean habe ich jetzt keine Lust zu duellieren. Ich habe leider keine Ahnung, wo Lois halt rumläuft. Das heißt, wir können uns das Duell gegen ihn schon mal abschminken. Aber ich gehe jetzt zu Jaden, red nochmal mit ihm und dann kaufen wir mal ein paar Karten. Machen wir jetzt wieder ein bisschen. Nein, nicht Dolphy. Jaden, reden. Hey, Groan, ich habe gehört, die ersetzen Sandwich durch Eis am Stiel. Ja, das hatten wir schon. Miau. Hey, Pharao. Und wieder Duelle. So. Ihr habt euch super unterhalten. Yay, Dorothy, gib mir Karten. So. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr von den Spells und sowas. Oh, wir haben. Was? Das zweite Set aus den Karten mit permanenten Zauberkarten. Ach so. Cool. Brauchen wir jetzt eigentlich eher nicht. Und dann war 98%. Ich weiß nicht mal, welche Karten da noch fehlen. Kann das, glaube ich, auch gar nicht nachgucken. Ne, sieht nicht so aus. Schade.
Also ich hätte gedacht, man kann es irgendwie nachgucken, aber gut. Was wollen wir uns denn holen am besten? Das haben wir jetzt zu 91%, das haben wir jetzt zu 80%. Holen wir da erstmal ein paar. So. Was sonst noch irgendwas Interessantes? Hier haben wir Feuer am Horizont. Das ist ein Feuerattributkarten. Was ist das? Das ist unser besonderes Pack des Tages. Na komm, wieso nicht? Holen wir noch zwei davon. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. So. Hier kriegen wir erstmal. Monster Tor ist ganz nett. Okay. Was haben wir hier? Klonduplizierung. Okay. Seelenlöser ist auch ganz nett. Was haben wir hier? Ach so. Solche Karten, okay. Sabok, Monarch des Donners. Der ist ganz gut. Monster Tor werden wir, glaube ich, reinpacken ins Deck. Weil Monster Tor ist ganz praktisch. Klonduplizierung bringt uns jetzt leider nicht so viel. Wenn der Gegner halt ein Monster beschwört, können wir einen Klon von diesem Monster im Prinzip kreieren. Was wir dann als Tribut benutzen können oder sowas. Gilgarf ist eigentlich ganz nett, der hat 1800. Problem ist, er ist halt ein finsternes Unterweltler und kein Wassermonster. So, damit können wir zwei Spells banishen, um ihn ein bisschen zu boosten. Also man kann ihn auf 2000 hochboosten, aber das ist auch nicht so krass. Baby Cerasaurier, gut, wir spielen keine Dinos, das bringt uns nicht. Auch Dumas, finstere Hexe, auch wieder ein 1800er, der eigentlich ganz gut ist. Werden wir aber erstmal nicht brauchen und das Spiel leckt wieder. Merkt man wahrscheinlich daran, dass die Musik weg ist. Und da geht's wieder. So. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Sollte eigentlich nicht passieren, aber gut, da kann ich jetzt nichts machen. Holzbock im Patschi, ganz nett. Stufe 5 Monster, 2500 Death. Da ist es besser, wenn man einfach hier Millenniumsschild spielt. Wenn man überhaupt sowas spielt. Sandmotte, was konnte die nochmal? Okay, wenn sie geflippt wird, kann man, also wenn man sie, was? Wenn diese Karte in Verteidigungsposition zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, außer als Ergebnis eines Kampfes, tauscht ihr Grund-ATK und Death dieser Karte und beschwöre sie als Spezialbeschwörung auf deine Spielfeldseite. Ja, wenn sie durch Karteneffekt gecrushed wird, hat sie dann halt 2000. Ist jetzt nicht so krass, aber Sabok ist, meine ich, ganz gut gewesen. Zerstöre einmal auf dem Spielfeld, genau. Sabok werde ich, glaube ich, auch reinpacken. Das ist jetzt zwar nicht... Also es ist halt ein weiteres Tributmonster, was wir dann halt spielen müssen, aber... Ich kann ja eine amphibische Bestie dafür rauspacken. Machen wir direkt mal. So. Okay. Achso, ich spiele sogar nur eine amphibische Bestie oder was? Spiel, was ist denn los heute mit dir? Also das ist nicht normal. So. Mal erstmal sortieren. Kartenrand, so. Also wir haben wirklich nur einen davon drin. Und einen Terrorkönig Salomon. Wir haben nur drei Tributmonster drin. Das ist nicht so schlimm. Haben wir irgendwie ein schwäches Monster als gewalttätiger Regen? Also das keinen Effekt hat? Nee. Packen wir gewalttätiger Regen mal raus. Holen uns dafür Sabok, wenn ich ihn dann finde. Moment. Sortieren. Kartenrand. So, dann muss ich ein bisschen runter scrollen, damit ich ihn finde. Aber wir haben sogar noch einen zweiten Terrorkönig Salomon, den sollten wir vielleicht auch spielen. Komm, ich mache ihn jetzt erstmal rein. Dann packen wir einfach Totenkopfschiff raus. Noch. Klar hat da. Nein, ne, bittiger Angriff. Versprochen wir nicht, wir haben kein zweites Tributmonster. Ich hätte vielleicht noch gleichzeitig noch Level sortieren sollen. Egal, wir werden ihn schon finden. Die müssen wir auf jeden Fall noch ins Hero Deck packen, wenn ich sie dann schon drin habe. Wo haben wir den denn jetzt? Ah, da ist Zabok. So. Suchmenü wieder sortieren. Kartenrand bitte, danke. So, dann haben wir Zabok da unten und hier haben wir den zweiten Terrorkönig. Wie viele Monster haben wir jetzt?
22, das geht eigentlich ganz klar. Aber noch, achso ja, wir wollten ja noch Monster-Tor reinmachen. Dann hole ich Monster-Tor auch gleich noch. Wo haben wir denn Monster-Tor? Monster-Tor bringt uns halt leider nicht so viel, weil wir ziemlich viele gleichstufige Monster im Deck haben. Was packe ich denn stattdessen raus? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich will halt kein Monster Removal rauspacken, weil das wäre blöd. Und jetzt 44 Karten, das ist halt einfach zu viel. Ich weiß aber auch nicht, was ich rauspacken soll. Eine große Welle, kleine Welle rauspacken stattdessen. Ja komm, die nutzen wir sowieso nicht so oft. Packe ich die mein Zeitdeck so lange. So, dann Deck Rezeptmenü. Rezept speichern. So. Dann haben wir das auch mal. Und wir haben noch Zeit für ein Duell. Deswegen machen wir noch mal eins gegen Jaden, würde ich sagen. Testen wir gleich mal die neuen Karten aus, wobei es wahrscheinlich gar nicht dazu kommen wird, dass wir die brauchen. So. Wir könnten auch sowas wie Doppelbeschwörung oder so gebrauchen, weil dann wäre es einfacher für uns, Sachen wie Sabok oder sowas zu holen. Weil Sabok jetzt als Monster Removal ist jetzt nicht so gut, weil wenn der Gegner wirklich gute Monster auf dem Feld hat, die ich mit Sabok wegräumen möchte, habe ich selbst wahrscheinlich nichts mehr auf dem Feld, weil er es weggehauen hat. Deswegen, ja, alles wird man dann sehen. Kann ja mal vorkommen, dass der Gegner recht spät sein Bossmonster kriegt und ich ein volles Feld habe. Dann kann ich Sabok natürlich gut nutzen. Oder einfach um Game zu gehen, um das letzte Monster von ihm loszuwerden und dann direkt anzugreifen, ist das eigentlich auch ganz gut. So. Unsere Hand ist ziemlich bescheiden. Also eher scheiße. Aber Jaden scheint auch nicht so eine gute Hand zu haben. Ja. Okay, hoffen wir mal, dass wir direkt was Gutes ziehen. Und noch ein Sternball. Huiuiui, das würde ich jetzt nicht unbedingt gut nennen. Aber gut, besser als gar nichts. So, nutzen wir erstmal Umi. Da kommt der mystische Raumtyphon und er wird jetzt Umi direkt weghauen. Aha, das ist echt unschön. 200 Punkte in den Abfall. Schade. Klar, spielen wir Sternball trotzdem in den Angriffsmodus. Jetzt nicht besonders viel Karten, womit der leicht über uns drüber kommt. Deswegen Stahlhöhe. Ich hoffe einfach mal, dass er nicht Sakura zur Rüstung verdeckt hat. Weil wenn doch, haben wir jetzt ziemlich viele Karten verschwendet. Glück gehabt. Heldensignal ist aber genauso lästig. Okay, nun Clayman können wir besiegen im nächsten Zug. Obwohl, nein, können wir nicht, uns fehlen 100 Angriffspunkte. Dann, das ist lästig. Blöd, dass er Umi zerstört hat, sonst wären wir im nächsten Zug drüber gekommen ohne Probleme. Okay, je nachdem, was wir ziehen, kommen wir auf jeden Fall drüber, aber lästig. Hui, Verstärkung für die Armee. Jetzt kommt noch ein Sparkman dazu. Höchstwahrscheinlich zumindest. Nein, ich will nichts darauf anketten. Was? Er holt noch einen Clayman? Okay. Da hätten wir das auch. Sein verdecktes Monster gefällt mir nicht. Hohe Flut Yodrian. Damit kämen wir auf jeden Fall über Clayman rüber. Weil er hat genügend Angriffspunkte zum Glück. Ich hoffe einfach mal, dass er nicht sowas wie Verwandlungskrug oder sowas verdeckt hat. Oder den zweiten Clayman. Wobei, dass er den zweiten Clayman verdeckt hat, ist sehr wahrscheinlich. Ja, ouch. Der erste Schaden in dem Duell. Aber gut. Man kann nicht immer alles verhindern. Gott. Ich bin noch ein bisschen müde. Ich bin zwar recht früh aufgestanden dieses Mal, weil es hat jetzt letzte Nacht ziemlich hart geregnet und ich wurde jedes Mal durch den Regen geweckt. Heute Morgen hat es auch wieder geregnet gehabt. Dann bin ich halt dann einfach wach geblieben.
Wobei Regen halt eigentlich schon echt gut ist. Vor allem bei so einer Hitze draußen. Hat jetzt geregnet, hat jetzt zwar ein bisschen abgekühlt, aber es ist immer noch sau heiß. So, ich muss mit Hurflug-Gyojin erstmal Clayman loswerden. Anders geht nicht. So, es ist eher unwahrscheinlich, dass er am dritten Clayman verdeckt hat. Gut, Verwandlungsbuch ist unser Gagagigo weg. Aber wir kriegen 5 neue Karten, also es ist nicht so schlimm. Und er hat eine Poli verloren. Oh, Möbius. Und zurück zum Anfang. Uiuiui, das sind auf jeden Fall nicht so schlechte Karten. Auf jeden Fall. Hätte ich jetzt noch ein weiteres normalen Monster im Friedhof, könnte ich natürlich Dunkle Fabrik der Massenproduktion aktivieren. Kann ich aber leider nicht. Aktivieren wir erstmal Banner des Mutes. Das heißt, während der nächsten Battle Phase haben wir auf jeden Fall 200 ATK mehr. Was auf jeden Fall sehr praktisch sein wird. Wir sind jetzt schon wieder bei 15 Minuten. Das Duell geht schon reichen. So. Komm, Jaden. Ein Top der Gear. Das kommt auf jeden Fall gut für dich. Das kommt auf jeden Fall gut. Ne, das möchte ich nicht aufhalten. Bringt mir auch nichts, das aufzuhalten. Fusionsweiser kriegt noch mal Poli vom Deck auf die Hand. Ja, mach ruhig. Habe ich nichts gegen. Hol ruhig einer deiner Bossmonster. Das können wir nämlich dann direkt weghauen. Das ist jetzt ein Monster. Okay. Habe ich nichts gegen. Okay, nur eine verdeckte Karte. Dann machen wir direkt Stopp, Tornado und hauen die weg. Und ich keinen Bock, dass das Sakuretsu-Rüstung oder sowas ist. Und es war Poli. Interessant. Normalerweise setzt der Poli nie. Deswegen ist das jetzt ein bisschen verwirrend. Vor allem in Tech-Duell setzt er sie auch nicht. Obwohl es da tatsächlich sogar praktisch wäre, sie zu setzen. Ich meine, ernsthaft. Sollte ich das machen? Nee, eigentlich nicht. Das bringt mir nicht sehr viel. Können wir ihn denn schon killen? Mit ihm muss ich auf jeden Fall nicht rüberrennen unbedingt. Wir gucken. YOLO. Ich geh einfach drauf. Der hat jetzt 1800. In der Battle Phase kriegt er nochmal 200 dazu, dann ist er auf 2000. Ja, das sollte auf jeden Fall klappen. Ich greife zur Sicherheit mit dem Sternboy an, falls es doch sein dritter Clayman ist. Ist es zum Glück nicht. Ja, und damit sollten wir eigentlich Game haben, richtig? Oder so gut wie. Doch, das ist Game. Das ist auf jeden Fall Game. Hui. Ist das alles, was du drauf hast, Jaden? Und wir konnten bisher noch nicht mal die neuen Karten spielen, die wir hier reingepackt haben. Haben sie halt nicht gezogen. Na gut. Ich hoffe mal, das Herz erhöht sich dadurch. Und geben ihnen auf jeden Fall gleich noch ein paar Sandwiches. So, 160 TP ist ganz nett. Ja, Herz hat sich erhöht. Mist, ich habe verloren. Lass uns nochmal spielen. Ja, nächstes Mal vielleicht. Zuerst gebe ich dir ein paar Sandwiches. Hier kriegst du ein Hummer-Sandwich. Aber wieso nicht? So. Ah, Homer Sandwich Marker. Habe ich fast vergessen. So, geben wir noch ein Tofu Sandwich. So. Ich gebe Ihnen das Melon Sandwich, das Scheibenkäse Sandwich, das ich für Pharao für den nächsten Tag. So. Und dann gehen wir. Obwohl, ein bisschen DP haben wir noch. Ich kann noch ein paar Sandwiches holen, tatsächlich. Ja, ich möchte ein Sandwich. Fuck. Oh Gott. Komm schon, gib uns ein gutes Sandwich. So ein goldenes Eier-Sandwich. Oh, warte mal, das ist das. Fuck, zu früh. Och man. Ich wollte das gewöhnliche Sandwich haben. Dann sind meine Karte drin. Auch wenn die nicht unbedingt immer gut ist. Ich weiß gar nicht, welche Karten man da alles rauskriegen kann. Nice! Bekommen. Und was haben wir diesmal? Verteidigungsjungfer. Aktivieren, wenn sich eine aufgedeckte, verliebte Jungferkarte auf deiner Seite des Spielfelds befindet. Okay. Also die verliebte Jungfer haben wir, meine ich, schon.
Das haben wir das letzte Mal noch nicht aus dem Sandwich bekommen. Komm, holen wir noch ein letztes. Und nichts wirklich Interessantes. Soba-Nudel-Sandwich. Ich danke dir. Komm, geben wir noch ein paar Sandwiches an Jaden. So, hier das einfache Sandwich liebt er ja, soweit ich mich erinnern kann. So. Ja. Und sein Herz hat sich nicht erhöht. Okay, das reicht also für den Tag. Und ich sehe, wir sind bei 20 Minuten. Deswegen würde ich sagen, wir beenden hier die Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr von sehen wollt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und schaut auch gerne bei uns im Discord-Server vorbei. Link in der Videobeschreibung. Und ich sag ciao, bis zum nächsten Mal.